Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekserspiel Minecraft, dem Let's Play unter Wasser. Saukalt hier. Ich wollte doch gar nicht da runterspringen, oder? Nein, ich bin mir ganz sicher, dass ich das nicht wollte. Also am Ende der letzten Folge wollte ich es nicht. Warum mache ich jetzt dann am Anfang dieser Folge? Ich habe vergessen, auf der To-Do-Liste raufzuschreiben, nicht runterspringen. Ja. Hör bloß auf mit dieser To-Do-Liste. Die muss ich auch noch umbauen. Da muss ich einen vernünftigen Weg hinbauen. Die ist nicht schön. Ja, To-Do-Listen sind nie schön. Weil die muss man ja irgendwie abarbeiten. Da muss man ja sich dran halten oder so. Ja, könnte man. Könnte man tun. Muss man aber nicht. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, ich gehe jetzt mal spontan durch den Schnee treiben. Na, kann er jetzt mal wieder aufhören hier? Ich meine, ich finde ja toll. Die Schneeflocken sehen richtig toll aus. Aber, sorry, jetzt will ich aber keinen Schneeflocken mehr. Ich möchte jetzt... Ja, Regen möchte ich jetzt aber auch gar nicht. Blum, 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 blum. Das geht hier tief runter. Hast du Luft geholt? Hast du voll Luft geholt? Nein, habe ich nicht. Dann solltest du langsam wieder auftauchen. Ui. Oh. Achtung, Eisbär. Gehen wir den besuchen? Nein, den gehen wir nicht besuchen. Da ist es kalt. Da, guck mal, hier sieht lecker warm aus. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, hier habe ich schon mal einen kleinen Ausflug hier gemacht, oder? Oh, das ist aber schon lange, 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 lange her. Das Wasser sieht aber nicht gesund aus, oder? Trinken wir da was von? Oh. Ha. Ha. Guck mal, der Regen hat aufgehört. Das sieht gut aus. Okay, was ist denn da hinten los? Da ist nichts los. Da. Doch, ich habe gerade was gesehen. Oh, das sind nur Fische. Okay, Fische tun nichts, ne? Da ist auch noch Ton. Haben wir Ton? Brauchen wir Ton? Blaue Blumen? Ich weiß nicht, komm. Unterhalte dich jetzt nicht lange mit dir selbst und mach halt einfach mal auf Acker. Dann lauf noch mal da rum und guck mal, was da hinten so los ist. Hier ist nichts los. Hier ist nie was los. Da war nichts. Natürlich nicht. Dann machen wir was los. Komm, pass auf. Was ist das für weiße Steine da? Okay. Okay, hier ist einiges an Ton. Aber wir brauchen gerade keinen Ton, ne? Das Wasser sieht wirklich nicht lecker aus, oder? Meine Herren, guck dir diese Brühe an. Wir hatten hier reingeschifft. Also ehrlich, wir können doch nicht einfach alles verklappen und ins Meer kippen. Das ist nicht nachhaltig. Sowas tun wir nicht. Okay, ich glaube, da hinten bin ich in den Wald schon mal gewesen. Da habe ich eine Wanderung gemacht und dann habe ich irgendwann mal einen Dschungel gefunden. Nee, warte mal, eben. Wo war denn der Dschungel nochmal? Da ist die Eislandschaft. Schietendreck. Der Dschungel war hinterm Dorf. Das Dorf war irgendwo in diese Richtung. Ja, ist ja gut. Dann entdecken wir halt... Was ist das? Rote Blumen. Keine Angst vor roten Blumen. Dann entdecken wir halt irgendwas Neues. Zum Beispiel blaue Blumen. Kürbis. Kürbis haben wir selber schon. Okay, ich hätte ja natürlich auch ernten können. Ne? Warte mal, wenn es jetzt hier warm ist, ne? Oh, hey Basti. Ja, du auch schon hier? Oh, Schwein hier auch. Cool, macht ihr gerade Urlaub hier? Mensch, Leute, triffst du im Urlaub, glaubst du nicht, ne? Ja, habe ich mir fast gedacht. Okay, was ich noch testen wollte, war, ist, wenn ich diesen Block hier hinsetze. Schwimmst du dann? Ja, ja, wollte auch mal gucken. Gucken dir genau an. Nee, nicht lecken. Von draufspringen hat auch keiner was gesagt. Ja. Hat denn schon wieder jemand das Licht ausgemacht? Oh oh. Schöner Sonnenuntergang. Guck doch mal. Mach mal ein Foto von. Sonnenuntergang mit Eisbärchen im Hintergrund. Super Sache. Okay. Den können wir wieder abbauen. Einstecken. Die Spitzhacke packen wir wieder dahin. Der ist dahin. Das alte Eis. Vielleicht brauchen wir später nochmal. Das zu essen dahin. Und wer aufgeräumt hat, ist klar im Vorteil. Reisebett. Reisebett ist eine gute Sache, aber nicht hier unten am Strand, oder? Wobei, komm, ist jetzt vollkommen egal, ob wir unten am Strand schlafen oder oben. Ich glaube, wir müssen uns mal kurz das Ohr hauen. Gute Nacht. Da sind wir schon wieder. Zack. Und das Bett und ab. Ab dafür. Hoch hinaus. Wir wollen erstmal eben kurz einen Überblick verschaffen. Was machen wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Aber... Was? Leckt das hier gerade? Hey, Rechner, mach hier keinen Sheet. Okay,
Das sind ein paar Schwarzeichen, die haben wir auch schon mal gesammelt. Die haben wir auch schon zum Dorf. Schwimme ich jetzt? Das ist eine interessante kleine Insel. Da hinten waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Komm, wir machen uns auf den Weg. Habe ich ein Boot dabei? Nein, ich habe natürlich wieder kein Holz dabei, ist klar. Komm her. Machen uns auf den Weg. Nicht wieder schippern. Wir haben nichts dabei. Das geht nun gar nicht. Sowas von unvorbereitet. Ja, das ist, nennt sich Spontanität. Kennst nichts von, ne? Seit den Kindern ist die Spontanität ein bisschen verloren gegangen. Aber ey, können wir trotzdem noch. Ne? Frauen, ich sind immer spontan. Wenn nicht, dann tun wir so, als ob. War eine spontane Idee hier. Was denn? Da hochzuklettern? Ja. Wir können uns ja mal einen Überblick verschaffen. Warte. Erst hochklettern. Dann Überblick verschaffen. Ja, ich weiß, ich hätte die Schere einsetzen können, aber da hätte ich ja noch mehr Rumpsen wieder mit rumgenommen. Okay. Und wie sieht's aus? Viele, viele Pilze. Ja, ich weiß, ist Herbst. Da wachsen die Pilze, da schießen die aus dem Boden wie. Wie? Was schießt denn wie Pilze aus dem Boden? Pilze halt. Pilze schießen wie Pilze aus dem Boden. Ist eine gewisse Logik drin, ne? Okay, da hinten wollen wir hin, glaube ich. Wieso? Warum glaubst du das? Ja, weiß ich nicht. Ich war da noch nicht. Ich glaube zumindest, dass ich da noch nicht war. Ist ja jetzt egal. Komm, wir machen das nicht. Mal gucken, was wir da entdecken. Das klingt jetzt gut. Warte. Von oben nach unten. Langsam Piano. Nicht runterspringen. Das hatten wir am Anfang der Folge schon. Wollen wir gar nicht. Das ist auf Dauer nicht gesund. Man weiß ja nie, wo man so landet. Also hier ins Wasser springen ist ja noch okay. Das kann man machen. Das ist, wenn man das Gewässer kennt. Ne? Naja. Nicht einfach so ins Baggerloch springen. Ne? Hallo? Schon mal auf Kalender geguckt? Wir haben Oktober, da springt keiner ins Baggerloch. Glaube ich zumindest. Also nicht hier in der Gegend. So, Setzlinge mitnehmen. Was wollten wir nochmal? Wir wollten ein Boot bauen. Genau, so war das. Werkbank wollen wir. Oh, kriegen wir da noch ein dunkles Boot? Runter! Werkbank? Und wir brauchen ja noch ein bisschen Boot. Wie viel Holz brauchen wir denn? So, so. So. Ja, und zwei für Ruder und so. Wenn ich jetzt das einpacke hier, ne? Dann habe ich schon wieder alles. Wisst ihr, was wirst du denn folgender machen? Wir machen hier eine kleine Zwischenstation. Was denn? Zwischenstation bauen wir hier uns ein Ferienhaus hin. Nein, nicht schon wieder ein Ferienhaus. Nicht. Nee. Pass auf. Die lassen wir hier. Dann nehme ich noch davon zwei. So. Und dann bauen wir hier noch eine Kiste. Was wird das denn? Mann, was machst du denn da für Sachen? So, Kiste. Und dann setzen wir die Kiste da hin und dann lassen wir ein paar Sachen hier. So. Das Leder zum Beispiel, das könnte ich hier lassen. Das Ei, ja, das auch. Das Gefäß, das. Also, den Stein lassen wir hier. Das lassen wir hier. Das können wir eigentlich auch hier lassen. Da vielleicht die Hälfte von. Die auch, damit nicht alles. Ja, so, dann haben wir genug Platz. Jetzt können wir was auf den Weg machen. Stell dir vor, wir finden da hinten was und können es nicht mitnehmen. Das wäre total doof. Okay. Auf geht's! Juppie! Oh, hoffentlich sind wir nicht zu schnell für diesen Rechner. Ah, komm, das kriegt der hin. Das ist Intel iCore 5, schlag mich tot, hast nicht gesehen. Und mit Turbo Boost, das muss er schaffen. Ja, sollte er, vielleicht, irgendwann mal, später. Ah, komm, das kriegt er hin. Du solltest vielleicht noch ein paar Euro sparen und dir vernünftigen Rechner kaufen. Warum? Damit das da hinten zum Beispiel schneller rennt. Guck dir mal den Berg an, der ist ja total abgeschnitten. Da kann er so nicht bleiben. Das geht so nicht. Mann, wo fahre ich hin? Wo fahre ich hin? Da fahre ich nicht hin. So, raus jetzt hier. Lassen wir das. Diese Suppe, die. Schon wieder reingesprungen. Okay, komm. Nimmst du das Boot mit? Ich nehme das Boot mit. Komm. Ich würde es gerne mitnehmen, wenn ich rankomme. Komm ich mal an. Ups. Es ist untergegangen. Nein, doch nicht. Es ist tatsächlich ein Schwarzeichenholzboot. Was? Oh, wir können ein paar Kühe schubsen. Das sind ja nicht unsere Kühe hier, oder?
Alle Kinder, die da jetzt sensibel für sind, die bitte einmal ganz kurz weggucken. Das sind alte Kühe. Guck mal, wie alt die hier sind. Ja, guck dir das Leder an. Mann, 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 Mann. Ja, die werden von ihren Qualen erlöst. Gucke dir an. Hier will ja auch keiner wohnen. Ich hin zu einer Suppe. Was sind? Kein Leder? Nee, das sind Freunde von Bastenschweine. Die lassen wir in Ruhe. Wir sind hier koscher. Wir nehmen Essen hier kein Fleisch. Doch, Fleisch schon. Kein Schweinefleisch, oder? Das brauchen wir nicht. Ui, die Suppe ist ja immer noch so dick hier. Mann! Jetzt sieht das nicht gut aus. Okay. Der Berg ist tatsächlich so. Ich habe gedacht, das wäre nur mein Computer, der den so halt abgeschnitten wirken lässt. Aber nein. Der muss so. Darf ich mal eben so auf so ein Seerosenblatt? Nein, nein, nicht da drunter. Hey, hallo, hallo, hallo. Ups. So. Mal eben die Aussicht. Mal eben kurz gucken. Wir sind von dahin gekommen, ne? Nur zu. Oh. Wo sind die Eisberge? Die Eisberge sind geschmolzen. Nein! Klimaerwärmung! Rauf und runter! Sind da Fichten? Und was ist denn das? Okay, das gehört definitiv erkundet. Du hättest auch ein Boot nehmen können, das ist dir klar, ne? Du hast ein Boot dabei. Ja, aber noch nicht für das gute Stück hier. Komm, das sehen. Da ist eine Höhle? Nein, das ist keine Höhle. Da willst du gar nicht hin. Aber das sieht schon wirklich dahin aus. Oh, oh. Da kommt gerade ein bisschen Lava aus dem Berg, oder? Ja, das ist hier gerade frisch gerettet. Warte mal eben, was ist denn das da? Das ist doch irgendein Bauwerk. Da müssen wir nochmal hin. Ist das irgendeine Form von Tempel oder ist das ein Stierumpsel? Das ist definitiv ein Stierumpsel. Das braucht kein Mensch, das steht da nur rum. Aber da gucken wir trotzdem uns mal eben von hier an. Vielleicht finden wir ja da interessante Sachen drin. Ist da oben ein Bildfehler oder ist da ein blauer Punkt auf dem Berg? Naja, ein grüner Punkt geht auch nicht. Der ist ja viel zu groß zum Wegschmeißen. Okay. Was ist denn das? Kann man da was mit anfangen? Oh, ich glaube, da eben oben sehe ich Eisen. Das ist schlecht. Da können wir wirklich ein bisschen was von mitnehmen. Wir sind weit weg von zu Hause, oder? Natürlich sind wir weit weg von zu Hause. Zu Hause haben wir ja Aufgaben, haben wir ja To-Dos in der Liste stehen, die könnten wir ja erledigen. Stattdessen treibst du dich hier wieder. Oh, in der Wildnis rum. Habt ihr es gesehen? Genau in dem Moment, wo ich hingeguckt habe, spawnt da einfach so eine Kiste. Ich bin ja nicht neugierig, ne? Nein, ich würde mich ja eventuell dafür interessieren, was da drin ist, aber. Okay. Ich merke da schon, ihr steht da drüber. Ihr seid ja überhaupt nicht neugierig. Was? Wer ist hier neugierig? Ich nicht. Okay. Das hört sich nicht gut an. Wer googelt denn hier so? Junge, was stimmt denn mit dir nicht? Hallo? Kann ich da jemand mal oben drauf? So. Warte mal. Das da. Wir haben noch ein bisschen Erde hier. Dann bauen wir uns noch mal. Wie war das? Das Klettergerüst des kleinen Mannes. Okay. Ich könnte natürlich jetzt in die Kiste gucken. Aber die gehört mir ja gar nicht. Die geht mich ja gar nicht an, was da drin ist. Man guckt ja nicht einfach in fremde Kisten, oder? Nein, sowas tun wir nicht. So, wir machen hier mal erstmal ein bisschen Verlichting. Damit wir im Dunkeln das hier wiederfinden. Wo ist denn jetzt der Trunk? Ah, da ist der Trunk. Okay, sollen wir den erstmal eben kurz besuchen gehen? Wir können uns ja mit ihm anfreunden. Vielleicht ist er ja ein ganz netter Kerl. Weiß es ja gar nicht, ne? Sie sind hier in fremden Ländern. Fremde Leute, fremde Sitten und so. Guck mal, so ungesund sieht der doch eigentlich aus, oder? Hallo? Hat ein bisschen was von Lebkuchen, Mann, oder? Ja. Und, wie geht's dir? Alles Knusper bei dir? Kommst du raus? Wie, kommst du nicht raus? Also, komm jetzt mal eben. Könntest du mal eben kurz rausgucken? Ja. Komm her. Guck. Hier bin ich. Siehst du mich? Nö. Ich würde jetzt ganz gerne ein Foto von ihm machen. Im Sonnenuntergang. Oh. Will er mich anfassen? So weit sind wir beide noch nicht, Freundchen. So näher kennen wir uns auch gar nicht. Also, na, hier ist noch nichts mit Händchen halten und so. Oh, jetzt habe ich ihn beleidigt. Ja, komm, fangen wir erstmal damit an, uns gegenseitig kennenzulernen. Hallo? Wie sieht's mal hier aus? Mal so eine Frage. Darf ich in deine Kiste gucken? Ja, super Sache. Wollt ihr in die Kiste gucken?
Wollt ihr wissen, was da drin ist? Ich weiß ja nicht, wie neugierig ihr seid. Vielleicht seid ihr einfach nächsten Donnerstag wieder dabei, wenn es wieder heißt, Kekser spielt Minecraft. Diesmal nicht vom Niederrhein, sondern ganz weit, weit, weit weg. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Chips. Bidips. Ich bin ja schon neugierig. Ich will ja schon ganz gerne reingucken, oder? Soll ich das jetzt noch machen? Soll ich das noch machen? Nein, 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 das wage es nicht. Das ist was für die nächste Folge. Oder die übernächste. Oder übernächste. Was? Hey, was? Hey, Manu! Okay, ich komme nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.